Bei diesem Bildungskongress haben wir ganz viel Neues gehört. Tolle Redner, tolle Speaker, tolle neue Inhalte, die unsere Schulen weiterbringen. Und die Schulleiterinnen und Schulleiter in ganz Österreich werden im Rahmen der neuen Lehrpläne sicher einiges dann umsetzen. Die einzelnen Vorträge waren informativ, sie waren spannend, aktuell. Und man kann sehr viele Kompetenzbereiche davon mitnehmen. Von allen nehme ich zum Beispiel mit, dass kein Schüler und keine Schülerin verloren ist, sondern dass jeder irgendwann und sei es auch erst nach der Schule seinen oder ihren Weg macht. Das wirklich Schöne an so einem Bildungskongress ist die Vernetzung, die Möglichkeit des Austausches wirklich über alle Bundesländer hinweg. Und da freue ich mich als Mitveranstalter wirklich auf den nächsten Kongress. Gehen wir davon aus, 2024 ist es wieder soweit und die HLWs werden sich erneut vernetzen und die Zukunft schreiben. Ja, der Bildungskongress der HLW bietet meines Erachtens einen sehr guten Überblick über die Herausforderungen, die im Schulsystem derzeit da sind, die speziell für unseren Schultyp da sind und die in Zukunft auf uns zukommen. Und insofern haben wir sehr spannende und hochkarätige Vortragende hier. Und ja, darüber hinaus bietet die Veranstaltung eine sehr gute Möglichkeit, gerade jetzt nach der Pandemie, sich wieder einmal face-to-face zu treffen, sich zu vernetzen, österreichweit mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen und zu sehen, was passiert wo und wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Freut mich sehr, dass ich heute bei dem HLW-Kongress dabei sein darf. Ich halte es für ganz besonders wichtig, dass es die Möglichkeit für Direktorinnen und Direktoren gibt, sich untereinander zu vernetzen, sich über ihre Schulart auszutauschen und auch neue Gedanken für die HLW zu kreieren. Gleichzeitig möchte ich ganz hervorstreichen, wie toll die HLW 10 hier dieses Kongressmanagement aufgebaut hat und umgesetzt hat. Wirklich ein herzliches Dankeschön, toll gemacht. Ja, nach diesen zwei Tagen Bildungskongress möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Organisatorinnen und Organisatoren. Es waren zwei richtig spannende Tage mit tollen Vorträgen, einer hervorragenden Organisation. Und was besonders wichtig war für mich persönlich und aber auch für meine Kolleginnen und Kollegen, denke ich, der Austausch, den wir wieder machen konnten, persönliche Begegnungen und persönliche Dinge besprechen, die einfach sehr, sehr wichtig waren für uns und wichtig sind für unsere weitere Arbeit in der Zukunft. Die Stärke der Schulen für wirtschaftliche Berufe ist die breite Ausbildung, die wir haben, vor allem die kreativen Fächer und die vielen Tätigkeitsbereiche, Bereiche, in denen die Absolventinnen und Absolventen dann letztendlich unterkommen. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und deshalb finde ich es eigentlich nicht so gut, dass wir uns oft auf die Lehrabschlüsse, Küche und Service beschränken. Wir können viel mehr.